Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe vergessen, ein Intro zu filmen, deswegen kommt das jetzt relativ spontan. Und ich trage das Teil sogar schon, das ich genäht habe. Und zwar habe ich aus einem uralten Kleid, das ich seit 14 Jahren zu Hause habe, also vor 14 Jahren gekauft habe und ungefähr 5 Jahre nicht mehr getragen habe, ein neues Teil genäht. Also habe ich ein Upcycling bzw. einen Thrift Flip gemacht. Und wie das Ganze aussieht und was daraus geworden ist, das zeige ich euch jetzt in dem Video. Viel Spaß! Ich habe hier dieses Kleid, das ich jetzt schon seit mittlerweile, ich glaube, 14 Jahren habe. Kann das sein? Ich glaube, 14 Jahren. Auf jeden Fall ist mir das viel zu eng und ganz, es hat eine ganz komische Form und bei den Schultern ist es zu eng und beim Bauch und zu kurz und sowieso. Aber es hat einen ganz schönen Stoff und zwar so einen Satinstoff. Und jetzt sind ja diese Slip-Tops und Slip-Dresses sehr modern und ich möchte daraus sowas machen und dazu habe ich mal den oberen Teil abgeschnitten. Vorher habe ich noch geschaut, ob die Breite ungefähr passt mit einem T-Shirt, das mir ganz gut passt, das nicht dehnbar ist, weil der Stoff ja auch nicht dehnbar ist. Und dann habe ich das Ganze auch noch an der Seite komplett runter aufgeschnitten und dieses Innenfutter, also es hat so ein Chiffon-Innenfutter und das trenne ich zuerst mal heraus, das brauche ich dann aber später noch. Dann lege ich mein Top, mein Trägertop da einfach auf und schneide das Ganze ungefähr nach. Also ich möchte oben einen geraden Ausschnitt haben, deshalb schneide ich das Ganze dann nur gerade ab und mache keinen Ausschnitt. Und auch die Länge habe ich dann noch gekürzt und dann habe ich das Ganze noch zusammengefalten in der Hälfte und nochmal angeglichen, damit beide Seiten gleich aussehen. Das war das Vorderteil und jetzt kommt das Rückteil. Das habe ich genauso gemacht, also da habe ich die untere Kante beibehalten, da die schon versäubert war vom Kleid, also das war einfach die Rückseite. Habe mir dann markiert, wo mein Armausschnitt beginnt und da einfach das Ganze gerade abgeschnitten, weil das Rückteil ja einfach nur gerade werden soll und dann noch die Nähte, was noch seitlich so dran war, abgeschnitten, was ich einfach nicht mehr brauche. Und das war dann auch schon das Rückteil. Und dann haben noch Träger gefehlt. Für die Träger habe ich einfach 4 Streifen ausgeschnitten. Also 4 Streifen, die ungefähr gleich lang waren mit einer Breite von 1,5 cm. Die habe ich dann immer rechts auf rechts zusammengesteckt und zusammengenäht der Länge nach. Also mit einem Geradstich mache ich das ganz hinunter und unten lasse ich das am Ende oder am Anfang, je nachdem, schräg auslaufen. Also dass es breiter wird quasi, damit ich das Ganze dann einfacher umdrehen kann. Und zwar mache ich das so, dass ich zuerst mal das Ganze, was noch übersteht, so ein bisschen wegschneide, falls zu viel übersteht, dass sich das leichter wenden lässt und dann am Ende des Fadens, also der noch übergeblieben ist vom Zusammennähen, habe ich eine Nadel eingefädelt und dann mit der stumpfen Seite das Ganze durchgesteckt. Also den Faden habe ich festgeknotet und das Ganze dann mit der stumpfen Seite durchgesteckt und dann kann man das Ganze umdrehen. Also dann zieht sich so der Stoff hinein und irgendwann kann man das dann gut umdrehen und hat einen sehr dünnen Träger und den kann man dann auch bügeln und von dem habe ich 4 Stück gemacht und das waren dann meine Träger, denn ich will die zum Binden machen, also dass man die oben zusammenbinden kann und somit sind die dann längenverstellbar und man hat nicht das Problem, dass man am Anfang schon wissen muss, wie lang der Träger sein muss. Dann habe ich mein Innenfutter hergenommen, das ich vorher ja auch abgetrennt habe und habe einfach das Vorder- und das Rückteil nochmal komplett gleich kopiert, also habe da das gleiche nochmal ausgeschnitten, nur habe ich sie ein bisschen kürzer gemacht als die originalen, also die Außenteile, damit die dann später nicht unten hervorschauen, also dass das Futter nicht vom normalen Top herausschaut und das habe ich für die Vorderseite gemacht und da dann für die Rückseite, habe das einfach abgeschnitten und dann habe ich meine Teile mal versäubert, also an der unteren Kante habe ich das Ganze doppelt eingeschlagen und festgesteckt beim Vorderteil und auch beim Futter vom Vorderteil und habe das dann mit einem Geradstich angenäht. Also mit dem habe ich das dann fixiert, sodass ich dann eine schöne saubere Kante hatte. Das ist dann wieder mein Vorderteil und ich habe da dann noch Abnäher angezeichnet. Die habe ich ungefähr dort gemacht oder ziemlich dort gemacht, wo die Brustspitze dann ist. Also der Spitz ist da, wo eure Brustspitze quasi ist und er ist so ungefähr einen Zentimeter, 1,5 cm breit und formt so ein Dreieck und dieses Dreieck näht man dann einfach fest und das ist dann euer
Brustabnäher. Schaut mal, ob ihr zu Hause irgendein Oberteil habt, das sowas hat, und dann könnt ihr das auch einfach übertragen von dem. Das ist am Anfang mal ein bisschen einfacher, finde ich. Das Ganze habe ich auch für das Futterteil dann gemacht und das habe ich auch noch rundherum versäubert, weil das einfach so viel ausgefranst hat, dass sich das fast aufgelöst hat, weil Chiffon einfach scheiße zu nähen ist. Und deswegen habe ich das zuerst schon mal im Vorhinein versäubert. Dann habe ich meine Träger angesteckt, und zwar nach unten schauend auf der schönen Seite vom Top, und habe dann das Innenfutter drüber gelegt. Also das Innenfutter und das Top schauen rechts auf rechts zueinander und dazwischen sind die Träger, die nach unten schauen, und habe das rundherum festgesteckt und dann die beiden Teile zusammengenäht. Das gleiche habe ich mit dem Rückteil gemacht, also auch das habe ich wieder rechts auf rechts mit diesem Chiffonteil zusammengelegt und dazwischen die Träger hineingesteckt, wieder nach unten schauend, und auch das wieder zusammengenäht, also rundherum. Ihr könnt es auch nur oben an der Kante festnähen, aber ich habe es gleich rundherum zusammengenäht. Wieder mit der normalen Nähmaschine mit einem Geradstich. Auch das habe ich wieder zuerst versäubert, also nur das Chiffon-Futterteil, weil das einfach so viel ausfranst. Ja, Chiffon ist ein bisschen blöd und auch so ist etwas schwierig zu nähen, aber es war ganz okay. Also es war mein erstes Mal, dass ich Chiffon genäht habe, und es hat sehr gut funktioniert, erstaunlicherweise. Das Ganze habe ich dann auch noch versäubert, also ich habe das mit der Overlock genäht, einfach weil sich das sonst leicht auflöst und damit das alles schön aussieht. Also das Vorder- und das Rückteil habe ich an der Innenkante versäubert. Ihr könnt es aber auch mit einem Zickzackstich machen, wie immer. Das war dann mein Vorderteil, das habe ich rundherum versäubert, und dann habe ich es umgedreht. Und da sieht man schon, dass die Träger da schön rausschauen, also in den Ecken, und die Abnäher waren auch ziemlich parallel, das hat alles ganz gut gepasst. Und damit das Innenfutter nicht nach vorkommt, also damit das nicht so leicht nach oben kommt, habe ich das an die Nahtzugabe festgenäht. Also ich habe das Top so aufgefalten, mehr oder weniger, dass man, dass das über der Nahtzugabe liegt, und habe das dann nochmal einfach mit einem Geradstich ganz knappkantig angenäht. Also es ist an der Innenseite eigentlich angenäht, und so kommt das nicht mehr so leicht nach vorne. Und dann habe ich das Ganze auch noch gebügelt, das Vorderteil und das Rückteil. Also das habe ich bei beiden gleich gemacht, auch beim Rückteil habe ich das angenäht, also abgesteppt. Dann musste ich nochmal die zwei Teile zusammennähen, habe dann aber bemerkt, dass das Top mir ein bisschen zu klein ist, und habe mir dann noch eine Lösung dafür einfallen lassen. Ich habe jetzt beim Rückteil das Ganze ein bisschen verbreitern müssen, weil es zu eng war. Also das ist immer mein Trick 17. Ich habe einfach zwei Streifen abgeschnitten von meinem Reststoff und dann hier rechts auf rechts angenäht. Man sieht dann zwar einen Streifen, aber es ist nicht so tragisch, finde ich. Also es ist nicht so schlimm, und habe da auch wieder einen kleinen Beleg nur angenäht und das eigentlich auf die gleiche Art und Weise gemacht wie das Top. Also das Rückteil und meine Träger habe ich nochmal rausgetrennt, weil die viel zu weit außen saßen. Also die kommen nochmal rein, und das Ganze wird auch noch gekürzt, weil es irgendwie sehr schief war und viel zu lang. Und das habe ich jetzt an mein Vorderteil angepasst, und das wird jetzt nochmal gekürzt und nochmal doppelt eingeschlagen und die Träger angenäht und dann das Ganze rechts auf rechts wie ursprünglich zusammengenäht. Also es läuft auch bei mir nicht alles immer super, und ich bin schon am Abschwitzen, weil es einfach scheiße warm ist heute. Aber nichtsdestotrotz will ich dieses Nähprojekt fertig machen, damit das endlich fertig ist, weil das liegt schon ewig auf meiner To-Do-Upcycling-Liste. Liegt auf meiner Upcycling-Liste, steht auf meiner Upcycling-Liste, liegt auf meinem Upcycling-Stapel. Gut, jetzt mache ich weiter. Das habe ich dann gemacht, also ich habe die zwei Teile angenäht und unten das Ganze noch angeglichen, nochmal eingeschlagen, also ich habe es nur am Rückteil dran genäht, die zwei Teile, die waren so 5 cm breit oder so oder ein bisschen breiter, und habe die untere Kante nochmal eingeschlagen und das Ganze nochmal zusammengenäht, wie ich es vorher schon gemacht habe, also rechts auf rechts, Vorder- und Rückteil, und habe dann noch von den Trägern die Enden, weil die ja noch nicht versäubert waren, habe ich die mit einem Stäbchen hineingesteckt, und dann kann man noch drüber nähen, und dann sind die auch schön versäubert, weil sonst ist das immer relativ schwer, dass die eine schöne Kante bilden. Und dann war das Top auch schon fertig.
Es ist jetzt ein ganz einfaches, schlichtes Top geworden, so ein Slip-Top, aber ich finde es für den Sommer perfekt, weil es super leicht ist und sehr angenehm zu tragen und definitiv besser als das Kleid, was ich vorher hatte, das an allen Ecken und Enden einfach zu eng und zu knapp war. Und jetzt hat dieses 14 Jahre alte Kleidungsstück nochmal eine Chance bekommen. Wer hätte das gedacht? Also ich definitiv nicht, als ich es damals bei H&M spontan gekauft habe, in einem meiner Kaufräusche, die ich damals hatte. Ja, aber das hat überlebt und für ein Fast-Fashion-Teil echt gut gehalten, erstaunlich gut gehalten. Und ich hoffe immer, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich immer sehr darüber. Oder hinterlasst einen Kommentar oder auch gerne ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!